Moin, Wattmannsheil vom Team Linz. Wer Loden trägt, ist nicht automatisch ein Lodenjockel. Oder wie heißt dieses böse Schimpfwort, wenn man meint, auf Menschen rumhacken zu müssen, nur weil sie nicht die neuesten Materialien tragen. Also, ich glaube, ich bin kein Lodenjockel, trage aber gerade Loden. Und wir werden in einem der nächsten Videos auch wirklich mal intensiv über Loden und Anwendungsmöglichkeiten berichten. Und vorab schon mal haben wir getestet für euch von Chevalier die Jacke Loden. So einfach heißt sie und so einfach ist sie auch. Denn es handelt sich um eine eigentlich sehr sportiv geschnittene Jacke, die geeignet ist für, in meinen Augen, Frühjahr und Herbst, also nicht für den Winter. Dafür gibt es eine längere, weil sie ist doch recht kurz geschnitten. Aber das ermöglicht mir natürlich auch maximalen Bewegungsspielraum. Und Loden ist nun mal sehr leise, auch durch den hohen Wollanteil. Also für die Pirsch ist so eine Jacke genial. Wenn man in die Jacke schlüpft, denkt man zunächst mal, oh, die ist ja ziemlich dünn. Ja, aber das ist halt auch eine Eigenschaft vom Loden. Loden ist einfach wind- und wasserabweisend und auch schmutzabweisend. Und dadurch, dass es so ein dichtes Gewebe ist, muss sie gar nicht so dick auftragen, um wirklich vor, ja, kühleren Temperaturen zu schützen. Wie gesagt, es ist keine dick gefütterte Jacke, sondern ich glaube eher so für den kalten Herbst oder aber das frühe Frühjahr geeignet. Hier oben diese Einschubtaschen sind mit einem Vlies gefüttert. Das ist wirklich angenehm. Wir nutzen das auch gerade, um die Hände zu wärmen, weil dieses Vlies ist natürlich etwas angenehmer und wärmt natürlich unheimlich schnell. Verschließen lassen sich diese Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen, aber das sind auch schon eigentlich hier vorne für die Hände und für, ich sag mal, andere Dinge, die einzigen Taschen, abgesehen von den beiden Taschen im Schulterbereich, wo zum Beispiel ein Handy oder ein Funkgerät mitgeführt werden kann. Es gibt keine großen Pattentaschen hier unten. Ich denke mal, das ist dem Schnitt der Jacke geschuldet. Das fehlt anfangs so ein bisschen, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wo kann ich alles unterbringen, aber dafür habe ich halt diese Taschen hier oben. Im Inneren der Jacke, welche mit einer Knopfleiste dicht zu verschließen ist, aber im Inneren der Jacke finde ich dann nochmal Taschen, um zum Beispiel meine Jagdpapiere unterzubringen. Ich habe hier auch so ein Meshgewebe wieder verarbeitet und eine ähnliche Tasche befindet sich mit einem Reißverschluss auch auf der anderen Seite. Die Jacke besitzt einen Stehkragen, um wirklich warm am Hals zu halten. Und damit es nicht kratzt, weil Loden ist ja doch ein bisschen kratziger als andere Materialien, da muss man sich erst dran gewöhnen. Aber damit es eben nicht kratzt am Hals, habe ich so eine Art Cord hier vernäht, damit es am Hals nicht scheuert. Um wirklich vor Wind und Wetter bestens geschützt zu sein, habe ich hier eine Kapuze. Die ist natürlich auch abnehmbar über Druckknöpfe. Aber in dieser Kapuze ist vorne nochmal ein Draht eingebunden, sodass ich diese Kapuze auch so formen kann, um mich optimal vor Regen und Wind zu schützen. Hier hinten sieht man mal die Druckknöpfe. Damit kann ich die Kapuze auch entfernen. Damit die Jacke auch unten winddicht abgeschlossen werden kann, habe ich hier nochmal einen Gummizug. Damit kann ich die Jacke im Prinzip nochmal richtig unten abschließen. Natürlich gibt es von Chevalier nicht nur die Jacke, sondern auch eine passende Hose dazu. Die stellen wir euch im nächsten Beitrag vor und dann gehen wir auf das Material Loden noch ein wenig näher ein. Wir hoffen, der Beitrag hat euch gefallen, wünschen euch viel Wattmannsheil und freuen uns über euren Daumen oder Abo des Kanals.